Hier ist wieder der Testmittel von YouTube. Ich habe ja bereits in den anderen Videos einige Cremes und Lotions vorgestellt. Heute zeige ich mal die Bettina Bate Summer Vanilla Body Lotion 500 ml. Die ist also etwas größer als die anderen. Die hatten im Durchschnitt so 400 ml gehabt. Vorneweg, die soll ja so ein bisschen nach Summer riechen. Aber ich fand die Creme halt furchtbar jetzt, was den Geruch angeht. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht wird die nur von Frauen gekauft und die haben ein anderes Geruchsempfinden wie ich als Mann. Aber mir hat die überhaupt nicht zugesagt. Aber schaut euch einfach mal das Video an und ich wünsche mal viel Spaß damit. Ja, heute kommen wir zu der drittletzten Creme. Und zwar, das ist die von Bettina Bate Vanilla Summer Hand and Body Lotion. Das ist eine sehr große Tube, 500 ml. Da steht jetzt Folgendes drauf. Bettina Bate Summer Vanilla Hand and Body Lotion enthält wertvolle Wirk- und Pflegestoffe und ist besonders für die tägliche Hautpflege abgestimmt. Sie versorgt die Haut mit Feuchtigkeit und hält sie glatt und geschmeidig, dermatologisch getestet. Ja, so schaut's aus. Lässt sich gut greifen, ist ein bisschen dickerer als die anderen Lotions, weil halt mehr drin ist. Verschluss, lässt sich leicht öffnen und wieder leicht schließen. Wir riechen mal wieder dran. Soll ja irgendwie so in Richtung Summer gehen. Ich habe es ja heute Morgen schon mal aufgetragen. Ich sage zu dem Geruch gleich mal was. Und jetzt zeige ich mal, wie die Lotion so aussieht. Dazu nehme ich wieder meinen Arm. Nur die ist recht flüssig. Jetzt verreiben wir die mal. Ja, dauert ein bisschen länger, bis die halt verrieben ist. Hier ist noch so ein bisschen weißer Film. Aber die zieht eigentlich relativ schnell ein und hinterlässt keinen öligen oder fettigen Film auf der Haut. Mich hat aber Folgendes gestört. Ich rieche jetzt nochmal dran. Den Geruch finde ich furchtbar. Der hat irgendwie so ein bisschen was Chemisches, also nichts Natürliches. Und ist überhaupt nicht mein Ding. Soll zwar Richtung Summer gehen, aber da gibt es Lotions, die riechen 10-mal besser. Fassen wir mal kurz zusammen, also die Lotion ist bis jetzt von der Größe her die größte Tube, sage ich mal, 500 ml. Lässt sich deswegen etwas nicht so gut greifen. Ich habe jetzt große Hände, weil die ist halt was dicker. Verschluss lässt sich leicht öffnen und schließen. Die Lotion ist flüssig, vielleicht einen kleinen Tick zu flüssig, ist aber okay. Man kann sie auf der Haut relativ gut verreiben. Braucht einen Tick länger beim Einziehen als zum Beispiel hier hinten eine Pons. Fettet nicht, hat keinen ölhaltigen Film, aber für mich persönlich ist der Geruch gar nichts. Wer mal Interesse an dem Produkt hat, soll es sich bestellen. Vielleicht gefällt mir ja dieser Summer-Geruch, aber ich würde es mir nicht nochmal holen.